Okay, mega cool, dass wir heute wieder JG haben dürfen. Ich freue mich ganz sehr und habe mich die ganze Zeit drauf gefreut. Cool, dass ihr heute am Start seid, dass du heute am Start bist. Aber wenn wir vielleicht Abstand halten müssen, ja, da komme ich gleich zum ersten Punkt. Ganz wichtig, wir müssen Abstand halten, weil es gelten ganz besondere Regeln für den Gottesdienst, dass wir den heute gestalten dürfen, dass wir den machen dürfen. Dazu ist es, wie gesagt, erforderlich, dass wir Abstand halten. Auch in den Bänken ist der Abstand einzuhalten. Deswegen sind auch diese Liederblätter aufgeklebt. Dort, das ist praktisch ein Platz, der markiert ist. Sehe ich eigentlich, dass ihr das alle gut gemacht habt. Gut, ihr seid eine Fan, das ist cool. Genau, das ist wichtig. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, und zwar beim Singen. Also wir werden dann auch wieder eine Lobpreiszeit haben. Wer da mitsingen möchte, was ja cool ist, der möge bitte einen Mundschutz aufsetzen. Wer keinen mit hat, der kann leider nicht mitsingen. Halt nur mit Summen, so wie es der Chor am Sonntag im Gottesdienst gemacht hat. Genau, also es ist kein Mundschutzpflicht, aber beim Singen bitte aufsetzen. Genau, da ist es Pflicht. Genau. Dann soll ich noch liebe Grüße vom Pfarrer sagen. Und am Sonntag ist wieder Gottesdienst, jeweils 10 und 11 Uhr. Und da wird die Musik unter anderem von Friedhelm Schelder ausgestaltet. Ja, und was gibt es noch zu sagen? Ja, eigentlich nichts weiter. Ich lese zu Beginn noch die Losung von heute. Der Herr sprach zu Salomo im 1. Könige 3, Vers 5 und 9. Bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, du wolltest deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Und der Lehrtext dazu aus dem Neuen Testament, Paulus schreibt, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Philipper 1, Vers 9 bis 10. Ich würde gerne zu Beginn noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir mega für die Zeit, die wir heute haben dürfen als JG, als junge Leute einfach. Danke, dass wir uns wieder treffen dürfen, wenn es in diesem Raum ist. Danke, Herr, dass du hier bist und danke, dass du mitten unter uns bist und danke, dass wir uns einfach wieder von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Und Herr, ich bete, dass es einfach heute eine coole Zeit wird. Ich bete, dass wir dich erleben und ja, dass wir deine Gegenwart spüren und dass wir einfach auch wieder Freude aneinander haben, Herr. Ich habe das so sehr vermisst, selber meine Kollegen zu sehen und einfach Freude zu haben als Gruppe. Und Herr, ich bete, dass du mit deiner Freude hier hineinkommst, dass wir Freude haben aneinander und vor allem an dir. Herr, dir sei alle Ehre. Amen. Ja, jetzt geht's weiter mit einer Lobpreiszeit. Denk dran, Mundschutz aufsetzen, wir haben jetzt Singnächte. Gott, du bist größer, Gott, du bist größer.
bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Befreier, du bist nur du. Thank you.
was ich begehr, ist der Regiere du in mir, regier in mir, mit deiner Kraft über jeden Traum, auch in tiefster Nacht, du bist mein Gott, ich gehöre dir, darum regiere du in mir. Alles, was ich denk und jedes Wort soll ein Spiegel sein vor deiner Schönheit, Gott. Du bedeutest mir mehr als alles hier, darum regiere. Heute will ich weitermachen. Wir hatten eine Predigtreihe, wo es darum ging, Glauben im Alltag zu leben. Und wir hatten, ich hatte die vier Steps schon vorher ein bisschen festgelegt und habe dann einzelne Leute angefragt, ob die sich vorstellen könnten, dazu was zu erzählen. Genau, nochmal kurz rückblickend. Wir hatten als erstes einen Benny Baldauf, der uns ein bisschen dazu erzählt hat, dass wir gerufen sind, im Reich Gottes zu leben. Das heißt, wir sind gerufen wirklich, mit Jesus eine Beziehung zu haben. Das zweite war dann mit dem Sven, das Interview mit dem Kilian, wo es ein bisschen darum ging, wie können wir anderen Leuten von Jesus erzählen oder wie kann unser Leben einfach Auswirkungen haben noch auf andere, auf Dritte. Genau. Dann das dritte Thema letzte Woche war mit dem Friedhelm Schelter, wo es darum ging, was ist, wenn wir im Alltag zweifeln, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir Gott nicht spüren, Oder sowas in die Richtung. Ich fand vor allem letzte Woche mega stark. Vielleicht kennt ihr das. Also ich zumindest kenne das ziemlich gut. Wenn man sich irgendwie so leer fühlt und keine Ahnung, man Gott gerade nicht so spürt. Vielleicht geht euch das gleich. Mich auf jeden Fall hat die Predigt sehr angesprochen. Und ja, dann hatten wir das vierte Thema. Da hatte ich auch jemanden angefragt, die haben leider abgesagt, deswegen müsst ihr heute leider mit mir vorlieb nehmen. Heute soll das Thema sein, siegreich leben. Wie lebe ich wirklich siegreich? Und ich hatte da von Anfang an einen Vers, den kann der Tim jetzt mal anhauen. Vielen Dank nochmal an Tim. Mal Applaus für den Tim, der das Beamer macht. Genau, diesen Vers hatte ich im Herzen. Epheser 6, Vers 10, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Dieser Vers, da kam irgendwie immer wieder und das Coole war, als wir auf Konfi-Rüstzeit waren, hatte ich diesen Vers Aschi, da hat er mich Aschi mega bewegt und ich hatte den dann auch einen Konfi geteilt und ich glaube, da hat ihn sehr angesprochen. Auf jeden Fall finde ich den Vers mega stark. Dieser Vers war im Hintergedanke immer und am Samstag hatte ich dann eine Gebetszeit im Gebetshaus in Annaberg, das jetzt auch wieder möglich ist. Auf jeden Fall muss ich ehrlich sagen, hatte ich nicht wirklich viel Lust, diese Gebetszeit zu machen bin dann aber halt trotzdem hingefahren und das ist dann immer so, dass du hast so einen Gebetsraum und da betet immer eine Person 24/7 am Tag und ich war halt Samstag früh dran und vor mir war eine Frau aus Mausberg dran und die ermutigt mich irgendwie immer und wenn sie betet, dann ist es so, als ob sie genau die Sachen weiß, die mich gerade beschäftigen und sie betet dafür. Das hat mich so beeindruckt. Auf jeden Fall war ich dann total ermutigt, ich bin oft dann total ermutigt, halt diese Gebetszeit zu starten und wirklich dort den Herrn zu suchen. Und es war halt noch so, dass ich diese Predigt heute vorbereiten musste und ich habe dann Gott gefragt, Gott, was hast du für Dienstag? Ich hatte, wie gesagt, diesen Vers in meinem Hinterkopf und ich habe mich gefragt, was bedeutet dieser Vers? Also, vielleicht weiß man es, aber was bedeutet dieser Vers in der Tiefe? Und die Sache, die ich so cool finde an diesem Vers, ich lese diesen Vers und ich habe sofort einen biblischen Charakter irgendwie, einen Menschen aus der Bibel vor Augen. Hat da jemand eine Idee, wer das sein könnte, wenn er diesen Vers liest? Wenn nicht. Schon euch? Niemand? Ah, nicht schlecht.
Kein Problem. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich diesen Vers lese, dann muss ich immer an David denken. An König David. Ja. Warum? Darauf will ich jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Fakt ist auf jeden Fall, dass uns Paulus hier im Epheserbrief, also im Brief an die Epheser, ermutigt, stark im Herrn zu werden und der Macht seiner Stärke. Doch was bedeutet es, stark im Herrn zu werden? Was bedeutet es, stark in der Macht seiner Stärke zu werden? Machen wir mal weiter. Genau, also worin sollen wir stark werden? Im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Dann habe ich noch zwei Begriffe mitgebracht. Machen wir weiter, Tim. Das Gleiche bedeutet, plus mal mit ein paar Begriffe. Worin sollen wir stark werden? Intimität mit Jesus, stark im Herrn, Intimität, und stark in der Macht seiner Stärke, Autorität. Genau. Und ich will vor allem heute auf den ersten Punkt eingehen, Intimität. Warum? Das will ich jetzt erklären. Beziehungsweise, vielleicht fragt ihr euch, was hat das Thema Intimität mit Jesus, Beziehung mit Jesus überhaupt damit zu tun, siegreich zu leben? Ist es überhaupt notwendig, Zeit mit Jesus zu verbringen, um siegreich zu leben? Dieser Frage will ich heute ein bisschen auf den Punkt gehen. Und das habe ich vor allem Samstag ganz sehr gemerkt. Fakt ist, wir Menschen, jeder von uns hat gesündigt. Jeder von uns hat sich gegen Gott gewendet. Das ist Fakt, das wissen wir, denke ich, alle. Und also, oder ist jemand von euch hier, der noch nie gesündigt hat? Okay, niemand. Fakt ist, grundsätzlich kann man sagen, wir Menschen sind Verlierer. Diese Aussage finde ich sehr interessant. Und jetzt die Frage, wie können Verlierer, die eigentlich sündigen, siegreich sein? Wie können Verlierer auf immer gewinnen? Das ist die Frage, die wir heute ein bisschen beantworten wollen. Und zwar, wir brauchen als Menschen einen sogenannten Siegergen, habe ich es jetzt mal genannt. Das heißt also, wir brauchen wirklich so einen Siegergen, um zu gewinnen. Und ja, wir wissen, dass Gott uns den in Form vom Heiligen Geist und Jesus Christus schenkt. Dadurch bekommen wir erstmal diesen Siegergen. Diesen Siegergen bekommen wir, wenn wir sagen, Jesus, hier ist mein Leben, komm in mein Leben hinein. Ja, das sind erstmal so die Basics. Die wollte ich eben auch nochmal wiederholen. Und was mir besonders wichtig geworden ist, heute euch mitzuteilen, ist, wie sieht diese Hingabe aus? Wie sollte diese Hingabe geschehen? Und machen wir das Nächste. Okay, also, wie werde ich stark im Herrn? Wir verbringen Zeit mit Gott. Das heißt, wir geben uns Jesus hin. Machen wir das Nächste? Ich glaube, genau. Ich habe mal eine These mitgebracht, beziehungsweise einen Satz, den habe ich selber formuliert. Und der hängt damit zusammen. Und zwar, wir Menschen haben aus einem Gott der Tiefe einen Gott der Oberflächlichkeit gemacht. Wir Menschen haben aus einem Gott der Tiefe einen Gott der Oberflächlichkeit gemacht. Ziemlich krasser Satz, aber ich habe mich selber so dabei erwischt. Und zwar hängt es so zusammen, ich habe das Ganze am Samstag gemerkt, dass ich immer wieder zu Gott komme und ihm Dinge hinlege und sage, oder wir kommen zu Gott und wir sagen Gott, wer wir eigentlich sein sollen, so ungefähr. Gott macht das und macht das und verändert mich hier und das ist absolut gut und richtig. Aber ich habe irgendwie, oder ich ertappe mich dabei, wie bei dieser Hingabe, bei dieser Form der Hingabe mein Herz überhaupt nicht dabei ist. Also vielleicht will ich einerseits diese Dinge, aber ich merke irgendwie trotzdem, dass wenn ich Gott darum bitte, mich zu verändern, dass es irgendwie so wenig Kraft gefühlt hat, dass ich irgendwie gefühlt nicht wirklich verändert wäre. Und ja, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wenn wir uns hingeben, dass unser Herz bei dieser Hingabe Gottes, oder ja, wenn wir uns Gott hingeben, dass unser Herz da diese entscheidende Rolle spielt. Und das habe ich am Samstag so sehr gemerkt und es hat mir Gott so offenbart, als ich darüber nachgedacht habe, wie gesagt, dieser Vers am Anfang, werdet stark im Herrn, der Macht seiner Stärke, an wen erinnert mich den David? Und was hat David gelernt oder vorgelebt wie kein Zweiter? Es war mit ehrlichem Herzen vor Gott kommen. Und also mich hat es am Samstag so geflasht, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ich saß dort und ich war so beeindruckt von David einfach, von dem Herzen, was er hatte. Und ich wünsche mir das selber in meinem Leben so sehr, so Herz zu bekommen, wie David ins hatte. Und ja, was mich so beeindruckt oder was mich dazu geführt hat, wie gesagt, ich habe über einige Psalmen nachgedacht und habe überlegt, wie fangen die Psalmen oft an. Und wenn man da mal nachliest, dann ist es
doch relativ häufig so, dass David mit seinem Herzen vor Gott kommt und sagt, ja, ich habe hier Sünde vor Augen und so. Und es sind oft am Anfang auch Klagen dabei, also wie es ihm gerade geht, was ihn nervt und was ihn beschäftigt. Damit kommt er am Anfang zu Gott. Und dann ist es so, dass wie ein kleiner Cut stattfindet und auf einmal preist er Gott übelst krass und sagt, ich weiß, dass du mich aus meiner Grube herausholen wirst und ich weiß, dass ich dich preisen werde. Lest einfach mal ein paar Psalmen. Aufgrund von der Zeit werde ich da jetzt keinen sagen. Gott möchte, dass wir ewige Gewinner sind. Und wir sind dazu geboren, das war ja heute der Slogan, Born to Win. Wir sind dazu geboren, um wirklich Gewinner zu sein. Und das heißt aber nicht Gewinner auf eine bestimmte Zeit oder mal für einen Moment, sondern Gott möchte, dass wir ewige Gewinner sind, dass wir das ewige Leben gewinnen. Und ja, der grundlegende Schlüssel, wie gesagt, diese Hingabe zu Gott. Und ich will anhand, also vielleicht habt ihr das schon mal gehört, David sagt manchmal in dem Psalmen, also im Gebet zu Gott, sagt er, Brandopfer und Schlachtopfer gefallen dir nicht. Und ich finde es interessant, weil in Israel war das damals so, dass wenn man Gott die Ehre gegeben hat oder Ehre geben wollte, dann hat man Brand- oder Schlachtopfer gemacht. Ist das jetzt schlecht? Nee, das denke ich nicht. Aber trotzdem sagt hier Psalm, Brandopfer und Schlachtopfer gefallen dir nicht. Wann gefallen sie Gott nicht? Wenn unser Herz nicht dabei ist. Wann gefällt Gott unsere Hingabe nicht? Wenn wir das mit unserem Herzen nicht machen. Wenn wir es einfach irgendwie als fromme Floskel machen. Sondern Gott, das hat der Benny schon gesagt, dass Gott wirklich uns auf unser Herz schaut. Und das ist da in der Sache entscheidend. Und das wird mir irgendwie bei König David so krass bewusst. Ich empfehle euch, lest euch mal Psalm 51 durch. Der hat mich irgendwie wieder ganz sehr berührt. Und zwar ist es ein Psalm, nachdem ein Prophet zu David kam und hat gesagt, pass auf, du hast mit deiner Frau geschlafen, das war falsch. Und das steht zwischen dir und Gott. Und ja, dann dieser Psalm 51 ist das Gebet, was David dann spricht zu Gott, nach dem der Prophet das halt ihm gesagt hat. Also eigentlich hätte er das selber checken müssen, aber hat er anscheinend nicht. Auf jeden Fall ist der Psalm 51 dann das Gebet, was er zu Gott spricht. Und dort finde ich übelst krass, da will ich gerne den Vers 8 vorlesen. Als erstes bekennt er halt seine Sünde, hat gesagt, ich habe gesündigt gegen dich und bitte reinige mich halt von meiner Schuld. Und dann sagt er in Vers 8, das ist 52. Siehe, du verlangst nach der Wahrheit im Innersten. Das finde ich krass. Das heißt also, das hat David wirklich verstanden. Und dort ist er mir ein Riesenvorbild. David wusste, wer Gott ist. Und David wusste, dass Gott kein Gott der Oberflächlichkeit ist. Und diesen Vers, den ich, oder diese These, die ich hier vorne nachgeheftet habe, ist, dass ich selber so oft gemerkt habe, dass ich Gott zu einem Gott der Oberflächlichkeit mache. Ich meine, wie dumm ist es, Gott, der Jesus seinen Sohn, seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat, einen Gott zur Oberflächlichkeit zu erklären. Diesen Gott zur Oberflächlichkeit zu erklären. Wir meinen irgendwie krass dort zu stehen, wenn wir sonntags in den Gottesdienst gehen, wenn wir vom Einschlafen mal Gebet sprechen oder so. Aber die eigentliche Message, und damit will ich nicht sagen, dass das, was wir machen, dass das irgendwie nicht ausreicht oder so. Das will ich damit nicht sagen. Aber Gott ist es absolut wichtig, dass wir mit ehrlichen Herzen vor Gott kommen können. Und damit meine ich, dass gerade wenn wir eben keinen Bock haben, mit Gott zu reden, wenn wir merken, wir haben Schwierigkeiten und die Sache ist, oder meinetwegen, wir bekennen Sünde. Das geht mir ganz oft so. Und es ist manchmal so, dass Sünde Spaß macht. Und eigentlich macht es uns Spaß und sagt Gott, oh bitte, ich will das doch eigentlich gar nicht machen. Aber das Fakt ist, ich will es eigentlich machen. Und das, die gute Botschaft ist, heute, die ich euch geben will, und das sagen will, wir dürfen vor Gott so kommen, wie wir sind. Das heißt, mit ehrlichen Herzen. Wir dürfen ihm ehrlich sagen, was uns nervt. Wir dürfen ihm ehrlich sagen, wo wir Probleme haben. Gott kennt uns sowieso durch und durch. Das meine ich damit. Wir sagen Gott nicht mal alles, weil wir, keine Ahnung, weil wir oberflächlich sind. Aber Gott ist an unser Herz interessiert. Er will uns tief im Herzen berühren. Und die Folge ist, wenn wir oberflächlich zu Gott gehen und diese Dinge bringen, dann wird nur noch oberflächlich Veränderungen in unser Leben reinkommen. Wenn wir aber wirklich mit unserem Herzen vor Gott kommen und sagen, pass auf, diese Sache kotzt mich an. Hier komme ich nicht weiter. Hier kriege ich es nicht gebacken. Hilf mir.
wenn wir wirklich mit unserem Herzen, mit unserer Verzweiflung, mit unserer Enttäuschung vielleicht gegenüber Gott, vor Gott kommen, dann wird er uns im Herzen verändern. Und das ist diese gute Botschaft, die ich euch heute erzählen will. Wir dürfen vor Gott so kommen, wie wir sind. Mit unseren Fehlern, mit unseren Macken, mit unseren Enttäuschungen. Und die gute Botschaft ist, wir müssen nicht so bleiben. Wir müssen nicht so bleiben. Und das ist genau das, was ich in diesem Psalm beobachte. David kommt mit ehrlichem Herzen vor Gott und bekennt ihm seine Schuld, das, was ihn nervt, und sagt, wow, meine Feinde umringen mich und die trachten mir nach einem Leben. Das war nicht cool. Und er hat es aber Gott gesagt und er war da in einen intimen Austausch mit Gott. Intimität bedeutet, ich habe es gegoogelt, jetzt habe ich es vergessen, tiefste oder innigste Beziehung. Also wirklich die tiefste Form einer Beziehung, das ist Intimität. Und das wünscht sich Gott mit uns Menschen. Er wünscht sich keine oberflächliche Beziehung mit uns, sondern wirklich eine Beziehung des Herzens. Er kennt uns durch und durch. Und deswegen dürfen wir auch so kommen, wie wir sind zu ihm, weil er uns eh durch und durch kennt. Und wenn wir diese Tiefen unser Herz wirklich vor Gott offenbaren, indem wir das aussprechen, dann wird Veränderung in unser Leben hineinkommen. Und das ist keine Veränderung, die negativ ist oder schlecht ist, das ist eine positive Veränderung. Und das sieht man in diesem Psalm, wie er dann am Ende des Psalms oft so ermutigt ist. Und man merkt richtig, da hat wie eine Veränderung stattgefunden bei David. Da hat eine Veränderung stattgefunden. Er bekennt nicht mehr diese Schwachheit, sondern er bekennt Gottes Größe. Genau. Und das ist das, und ich glaube wirklich, das ist ein entscheidender Schlüssel, um siegreich zu werden. Das klingt einfach, aber um siegreich zu werden, ist es nötig, mit ehrlichen Herzen vor Gott zu kommen. Also diese Sache fasziniert mich, weil ich denke so oft, dass wir irgendwas erst erreichen müssen, um siegreich zu sein, oder wir müssen irgendwas in Bewegung setzen. Aber der erste Step ist, sich zu demütigen, vor Gott zu kommen und mit ehrlichen Herzen vor ihm zu treten. Und er, der uns durch und durch kennt, wird uns verändert an Leib und Seele und vor allem von innen heraus mit unserem Herzen, in unserem Herzen. Genau. Jetzt muss ich kurz gucken. Ja, Gott möchte wirklich unser Herz, und ich empfehle euch, lest wirklich diesen Psalm mal durch, Psalm 51, dieses Gebet. Und ja, und was mich an diesem Psalm 51 fasziniert, also er hat mit einer anderen Frau geschlafen, hat Ehebruch begangen, woraus ein Kind entstanden ist, und das ist ja wohl bekanntlich Sünde. Und das, was mich fasziniert an diesem Text ist, dass er mit dieser Sünde zu Gott kommt und dass er keine Angst hat, mit dieser Sünde zu Gott zu kommen. Und das heißt für mich, dass er Gott kannte. Das heißt für mich, er weiß, wie Gott reagiert. Woher wissen wir, wie Gott reagiert? Wie lernen wir das? Dazu kommen wir zu meinem nächsten Step, Punkt 2. Ja, machen wir weiter, das ist der Psalm 51, einfach weiterlegen. Bis zweitens. Keine Sorge, die anderen drei Punkte sind nicht so lang wie der erste. Lese die Bibel. Warum? Weil wir dadurch Gott erkennen und wir lernen ihn kennen. Das ist sein Wunsch, dass unsere Beziehung immer intensiver wird, immer intimer wird. Deswegen müssen oder sollen wir die Bibel lesen, weil das uns absolut dabei hilft, Gott näher kennenzulernen. Genau. Also es ist ein absolutes hilfreiches Mittel. Ich habe erstmal so ein Beispiel. Ich bin Zerspannungsmechaniker. Ihr geht vielleicht in der Schule, da gibt es so eine Form A, und zwar habt ihr vielleicht die Formelsammlung oder Tabellenbuch, nennt sich es auch. Ich habe auf Arbeit Tabellenbuch, da geht es halt um das, was ich mache, um Metall. Und zum Beispiel, du willst ein Gewinde schneiden und dazu brauchst du bestimmte Informationen. Du musst erstmal wissen, okay, ich soll ein M8-Gewinde schneiden, so heißt es. Da muss ich wissen, wie groß ist das Loch, was ich bohren muss. Und viele andere Sachen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich an die Sache hineingehen kann. Okay, ich soll M8-Gewinde schneiden oder bohren. Was mache ich? Ja, ich probiere es einfach mal, wird schon klappen. So. Oder es gibt die Möglichkeit, ich schlage das Tabellenbuch auf, sehe, okay, gut, so wird es gemacht, das brauche ich dazu. Ich brauche dem und den Durchmesser für die Bohrung, dass ich dann das Gewinde reinschneiden kann und dann wird es funktionieren. Das Dumme ist, wenn ich selber ein bisschen probiere und es wird dann Mist, dann nennt man das Ausschuss.
Das heißt, es ist nicht brauchbar, das ist fehlerhaft, es ist am Ziel vorbeigeschossen. Und genau das ist das aber, was die Bibel auch für uns sein kann. Es ist eine Anleitung für uns, siegreich zu leben. Es ist eine Anleitung für uns, siegreich zu leben. Das heißt also, und was ich damit sagen will, es gibt so viele Dinge, so viele Fragen, die ihr habt, die werden in der Bibel beantwortet. Fangt an, in der Bibel noch Antworten zu suchen. Egal, ob das Geld ist, Alkohol ist, ob das Freunde sind, ob das Familie ist, Eltern, Kind, ob das Beziehungen sind, da gibt es unzählige tausende Sachen. Wie sollen wir beten? Oder ja, wie sollen wir singen oder so? Da gibt es so viele Sachen. Schlag die Bibel auf, das ist absolut faszinierend. Und ich soll mein Mikro näher rannehmen. Genau. Also wirklich, lest die Bibel, weil es ist eine Gebrauchsanweisung für dich. Und wie gesagt, noch wichtiger, es hilft dir, Gott näher kennenzulernen. Der dritte Punkt, der folgt daraus, Glaube an die Wahrheit. Das heißt also, das, was du in der Bibel liest, das zeigt dir auch, was ist wahr. Was ist richtig, was ist die Wahrheit. Und der Feind will uns verlieren sehen. Er will, dass wir zu Bruch gehen, er will, dass wir wirklich verlieren, dass wir auf der Verliererstraße sind. Gott will aber, dass wir Gewinner sind, dass wir siegreich leben. Und dazu ist es notwendig oder ist es gut, wenn wir die Bibel immer besser kennenlernen, weil dann lernen wir zu unterscheiden, was die Wahrheit ist und was Lügen sind. Dann erkennen wir, was uns dazu dient, siegreich zu leben, und dann erkennen wir auch, was uns dazu dient, im negativen Sinne auf der Verliererstraße zu sein. Der vierte Punkt, richte deinen Fokus auf Gott. Das ist wirklich so auch nochmal, aber ich denke, wenn wir diesen ersten Step wirklich machen, indem wir uns hingebungsvoll mit unserem Herzen, egal wie unser Herz sich fühlt, vor Gott kommen, dann wird es automatisch passieren, dass wir unseren Fokus auf Gott richten und nicht auf uns selber. Weil oft sind wir so beschränkt und unsere Möglichkeiten, unsere Begrenzungen sind so klein und so eng. Aber Gott ist kein Gott der Oberflächlichkeit, er ist ein Gott der Tiefe. Und egal welche Sachen das sind, er will unser Herz von innen heraus heilen. Er will es ganz machen, er will uns wiederherstellen, dort, wo wir gebrochen sind, wo wir Schmerz erlebt haben. Ich merke das gerade, also ich muss ehrlich sagen, jetzt in dieser Zeit, wo weniger los war, diese Zeit war auch persönlich gut für mich, weil ich Dinge erkannt habe, wo mein Herz einfach noch gebrochen ist. Dinge erkannt habe, wo mein Herz kaputt ist. Dinge erkannt habe, wo ich Verletzungen erlebt habe, wo vielleicht auch noch Sünde in meinem Leben ist. Und ja. Aber wir dürfen in dieser Sache einfach, in allem, was uns bewegt, unseren Fokus auf Gott richten und dort einfach neue Kraft empfangen. Dann will ich noch einen Satz kurz zu dem Thema Autorität bringen. Wie bekommen wir Autorität in Jesus? Es ist also stark werden in der Macht seiner Stärke. Dazu will ich einfach noch sagen, Macht, das Erste, und ihr werdet das Zweite automatisch empfangen. Das sieht man bei David auch wieder. David hat Beziehung mit Gott gelebt und eines Tages stand er vor Goliath, ihr alle kennt die Geschichte, er stand vor Goliath mit einer Autorität in Gott und hat gesagt, was erlaubst du denn hier, du belabst meinen Gott. Und mit dieser Autorität stand er dann vor Goliath. Und mit dieser Autorität, wenn wir es lernen, in der Beziehung mit Jesus zu leben, werden wir auch vor unsere Probleme stehen und sagen, nee, Gott sieht es anders. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, was ich einfach mitgeben wollte, kommt mit ehrlichen Herzen vor Gott, egal was es ist. Ob es eigentlich Gedanken gegen Gott sind oder sonstiges. Wenn ihr keine Lust auf Gebet habt, sagt Gott, ich habe gerade keine Lust auf Gebet, ich habe gerade keine Lust, Zeit mit dir zu verbringen. Das hält er aus, aber er will uns ermutigen und er will wirklich in unserem Herzen Veränderung schenken. Also kommt mit euren Herzen vor Gott. Das ist das, was ich euch heute mitgeben wollte. Ich würde gern zum Ende noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir uns heute wirklich wieder versammeln durften, Herr, dass wir uns hier treffen dürfen, Herr. Ich danke dir, dass jetzt in dieser Zeit wir trotz allem eine Beziehung haben dürfen, Herr, die immer da ist. Danke, dass du immer für uns da bist. Herr, du siehst, wie wir oft auch manchmal keine Lust haben auf dich, wo wir keine Lust zum Beten haben, keine Lust, Lobpreis zu machen, keine Lust, in der Bibel zu lesen oder sonstiges. Aber Herr, ich bin fest davon überzeugt,
du wünschst dir das so sehr, dass wir mit ehrlichen Herzen vor dir kommen und dass wir unser Herz wirklich bei dir ausschütten. Und ich danke dir, dass du unser Herz so gut behandelst wie niemand anders, Herr. Du wirst mit unserem Herzen umzugehen, denn du hast uns geschaffen. Und Herr, ich bete, lehre und zeige uns den Weg zu dir. Lehre und zeige uns den Weg wirklich zu dir mit ehrlichen Herzen, wie wir das machen können. Gott, ich bete für mich selber, Herr, ich wünsche mir das so sehr und für jeden hier im Raum, dass wir ein Herz bekommen, wie David ins hatte, der wirklich mit allem, was er war, vor dich gekommen ist, der wirklich alles dir hingegeben hat vom Herzen her. Und Herr, er kannte dich so, Herr, man merkt so sehr, wenn man seine Psalmen liest, dass er dich kannte, dass er wusste, wer du bist, was du über ihn denkst, was du fühlst. Für ihn, für seine Freunde, für Familie. Herr, das ist so beeindruckend. Gott, bitte schenk uns ein Herz, wie David ins hatte. Und zieh uns näher zu dir, Herr. Begegne jeden Einzelnen dort, wo er Begegnung braucht. Und ermutige du jeden Einzelnen, wo er Ermutigung braucht. Amen. Ich brauche meine Uhrzeit. Kurz noch 3:15. Okay. Dann werden wir es jetzt so machen, wir singen noch schnelles Lied, genau, und wer danach, also danach wird es so sein, bitte achtet, wenn ihr rausgeht, wir haben leider nur eine 3/4 Stunde, das hatte ich vergessen zu erwähnen, wir haben ein bisschen später angefangen, 10 nach, deswegen haben wir jetzt noch 5 Minuten, auf jeden Fall, ja, singen wir jetzt noch ein Lied und beim Rausgehen, wie gesagt, achtet darauf, dass ihr trotzdem Abstand habt. Draußen dürfen wir natürlich dann weiter irgendwie reden oder so. Aber bitte achtet auch dort auf Abstand. Falls jemand von euch, das ist nicht verboten, falls jemand von euch irgendwie das Bedürfnis hat, irgendwie, dass wir für euch beten oder so, der darf auf jeden Fall gerne auch noch da bleiben. Dafür soll Raum sein und dafür ist auch Raum da. Genau. Wie gesagt, draußen dürft ihr auch gerne noch reden und einfach chillige Zeit haben. Also wir bleiben auf jeden Fall noch ein bisschen da. Bloß der Gottesdienst ist jetzt hiermit nach dem Lied erstmal beendet. Dass es deine Güte war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat mich gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe liegst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, dein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Die Liebe des Retters hat sie umfehlt, als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die Sünde aller Welt auf die Schulter nahm. Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat mich gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Die Liebe des Retters hat triumphiert,
ganz frei in deiner Gegenwart. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht. Der Weg ist jetzt frei in deiner Gegenwart.